Die Methode der Stoiker ist übrigens die gleiche wie das weibliche Primärgenießen, nämlich am eigenen Körper zu essen, zu lernen und die Nervosität oder das schmerzhafte Ziehen umzuwandeln in süßliches Ziehen und Genuss und nur noch Dinge sich anzueignen oder einzuverleiben, die von negativer Struktur sind, nicht ein positives Übermehrwertgenießen anzustreben und auch nicht den Schmerz, sondern nur deren Abwesenheit zu suchen oder wenn doch Anwesenheit, dann diese einfach zu leugnen, zu negieren, nicht wahrzunehmen. Tatsächlich ist es ein witziges Erlebnis, wenn man irgendwo einen lokalisierten, zum Beispiel neuralgischen Schmerz hat, so lange darauf zu gucken, das dauert nur 5 bis 10 Minuten, bis dessen Signaleigenschaften verschwinden und das Gehirn weiß, dass diese Meldung jetzt nicht mehr vonnöten ist, weil es lokalisiert ist und somit den Schmerz zum Verschwinden zu bringen.